Herzlich willkommen zur alten Schule, der Interviewreihe mit Menschen aus der goldenen Ära des Automobilbaus. Ich bin heute bei einer Legende in der Küche. Und zwar ist es der 14-fache Le Mans-Teilnehmer, Porsche Motorsportchef, einer, der wirklich alles gefahren hat, Rallyes, Rundstrecke, alles erfolgreich, Jürgen Barth. Guten Abend. Danke, dass ich bei dir sein darf. Du hast ja einige Bücher geschrieben über Porsche. Ja, das große Porsche-Buch. Das große Porsche-Buch, genau. Dann 96, 934, 935, 904. Jetzt das letzte ist 3,8 Liter RS und RSR. Okay. Und dann natürlich jetzt als letztes mein Kochbuch. Ein Kochbuch, was eigentlich gar nicht passt. Wir können das mal zeigen. Schnell essen heißt es. Und wie bist du dazu gekommen? Gut, da hat es natürlich in der ganzen Laufbahn war auch in Le Mans immer die Sache, dass ich nicht nur zuständig war, ein Rennauto zu fahren, sondern auch Tickets organisieren musste für die Mechaniker, Essen für die Mechaniker organisieren musste und so weiter. Und da entstanden dann Storys draus. Und okay, eine der Storys zum Beispiel hier in der Targa Florio ist hier drin, dass wir zum Beispiel das Thema hatten, dass die Mechaniker immer ihr Essen mitgenommen haben von Deutschland. Weil es besser war? Nee, weil sie Angst hatten, irgendwas Schlechtes zu essen. Und daraus hin habe ich dann natürlich solche Sachen gemacht, wie die Spaghettis mit Seitenwürsteln. Weil die Mechaniker damals die Seitenwürsteln mitgenommen haben und nur Seitenwürsteln gegessen haben. Und jetzt mache ich die Seitenwürsteln, schneide ich in Dings, stecke die Spaghettis durch, schmeiße in den Topf, 8 Minuten und dann ist das... mundgerecht fertig. Das ist sehr gut. Und so geht es halt weiter. Und dann auch hier zum Beispiel das, was wir heute Abend kochen werden, das ist hier vom Nürburgring. Mal den Vergleich Bremsscheibentemperaturen zu den Steaktemperaturen. Das gefällt mir am allerbesten. Na, das ist sehr gut. Das kommt 1000 Kilometer Nürburgring. Das ist nach meinem Le Mans-Sieg auch noch ein ganz wichtiger Sieg gewesen. Aber da haben wir den Nürburgring, den goldenen Nürburgring gewonnen. Ja. Na, und so geht es mit dem ganzen Kochbuch, 24 verschiedene Speisen, okay, über die Welt verteilt, hier in Afrika, indisches Curry. Man hat ja immer oft so, wenn man bei Rennfahrern an Kochen denkt man immer an ölverschmierte Currywurst mit einem halben Liter Pilz im Fahrerlager, aber du bist der Gourmet unter den Rennfahrern. Kann man vielleicht sagen, ja. Genau, wahrscheinlich ist es so. Genau. Ich freue mich, also jetzt geht das jetzt fangen wir mal an. Fantastisch aus. Bei mir ist die Speisen immer ein bisschen scharf. Es hängt damit zusammen, weil wir im ganzen Welt rumgekommen sind. Und wenn du in Afrika rumkommst, musst du scharf essen, um nicht krank zu werden. Stimmt, Mexiko, ja, genau dasselbe. Und so setzt sich natürlich das Scharfe ein bisschen durch. Und das zeigen wir jetzt, wie wir das machen. Okay. Wir nehmen also ein bisschen schöne Steaks, ein bisschen Salz, aber nicht viel. Dann ein bisschen Pfeffer. Und dann ganz wichtig, eine ganz wichtige Sache von mir, wo ich mach weiter, ich hole mir kurz meinen Wein, den ich vergessen habe. Ich nehme Ginger Butter. Oha, aber das davon ruhig ein bisschen mehr. Ja, das ist auch, außerdem ist gesund. Ginger Butter ist unheimlich gesund und da passt das genau. Dann auf der anderen Seite. Ich hab zur Vorbereitung 2 Folgen Lanz kocht geguckt, der steht nur dabei und trinkt und probiert ihn wieder, das kann ich auch, habe ich mir gedacht. Genau das. Gab es für dich so Rennstrecken und Länder, die du aus kulinarischer Sicht bevorzugt hast oder gesagt hast, da freue ich mich immer drauf, wenn ich da bin, weil da habe ich meinen Stammitaliener? Ja, das ist auf jeden Fall, man hat auf jeder Rennstrecke seinen speziellen Platz, wo man hingeht und dann weiß, da kann man gut essen. Und daraus entstehen dann natürlich auch die Sachen, wie bei mir im Kochbuch zum Beispiel, gibt es nirgends ein Fiorentino-Steak mit Pizza. Aber auch das wieder entstanden heraus, weil damals, wo ich die BPR gemacht habe und die FIA GT dann organisiert, hatten wir einen Kommissar dabei. Der Gustav, der ging immer in eine Pizza und wollte dann den Fiorentino-Steak essen. Und ist natürlich ziemlich reingefahren. Und
daraus hin entstand dann meine Idee, wir machen das wir machen jetzt ein bisschen mal besser. Ja. Wir legalisieren das jetzt mal. Genau. Na? Aber es gab nicht, gibt es ein bestimmtes Land, was, wo du sagst, dass Italien ist so meine Küche? Oder nee, ich bin eigentlich ziemlich weltweit unterwegs. Und das ist auch gut so, weil gerade was mir viel geholfen hat oder vom Schafessen halt, ist Indien. Mhm. Afrika halt, Ostafrika. Und da hat mir damals der Joginder Singh, das ist der kenianische Rallye-Fahrer, hat mich zum ersten Mal in ein Curry-Restaurant mitgenommen bei sich. Und das war so scharf. hinter Bude. Du bist hier umgekommen. Okay. Und das war dann Anstieg, der Auslöser, dass der du gesagt hast, jetzt ins, muss ich das ins indische Essen, ja. Was ist das für eine das ist, weil wir machen ein bisschen Püree dazu. Okay. Und zwar fertig Püree. Wasser mit Milch wird warm gemacht. Jetzt koche ich die Steaks ganz weich, lasse ich hier leicht im Öl ein bisschen ziehen, dass ja, die warm werden. Zwischendrin können wir gerne noch ein Stück nehmen. Ja, genau, das darf man nicht vergessen. Ja, genau. Das ist ein bisschen langweilig hier alles. Ne? Hast du als Rennfahrer sehr auf deine Ernährung achten müssen? Oder ich meine, heute hat ja jeder seinen eigenen Physiotherapeuten und Koch, den er mit an die Strecke nimmt. Früher habe ich das Gefühl, war es so, solange man noch ins Auto passt, genau so war es okay. Ja. War das so, ja? Ja, war so, weil wir haben damals auch nicht die Zeit gehabt. Das fing zwar in der damaligen Zeit mit uns an, wo wir auch dann Doktoren dabei hatten. Und ich kann mich gut erinnern, 1981 bin ich in Val d'Oeul, die 24 Stunden von Le Mans gefahren. Da hatten wir das erste Mal ein EKG dabei, ein 24 Stunden EKG. Während der Fahrt? Während der Fahrt. Okay. Und die Doktoren fiel auf, dass der Walter jedes Mal, wenn er auf Mulsanne zukam mit 280 oder sowas, denn sein Blutdruck auf hoch ging. Und meiner war immer absolut gleich. Und dann standen dann immer die Haare zu Berge, dass ich während des 24-Stunden-Rennens habe ich so 20 Liter Milch getrunken. Na gut. Und Sport haben wir in dem Sinne nicht gemacht. Unser Sport war am Telefon sitzen und dann organisieren und ins Auto reinsteigen und so Sachen machen. Und dann hast du natürlich so Extremsachen, die ich mit dem Roland Kuss mal gefahren bin, 1979. Die Repco-Rallye in Australien, 20.000 Kilometer in 14 Tagen. Wie viel Kühe hast du als Begleitfahrzeuge gehabt, um die Milchnachschub zu... Wir haben zwei Begleitfahrzeuge und ein kleines Flugzeug gehabt. Das gibt's ja nicht. Aber wir waren nur zu zweit im Auto. Alle anderen... dieses Holtenwerksteam, das Fortwerksteam, das war alle, die hatten alle so eine Bank hinten drin, wo ein Dritter mitschlafen konnte. Die haben sich dann immer abgewechselt. Im 924 hast du nicht einen Platz gehabt. Mhm. Und 4000 Kilometer vom Ziel überschlagen wir uns noch und da brach ich mir dann meine Mittelhandknochen. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben getaped und dann sind wir weitergefahren. Weil er zufällig auf den Rädern gelandet ist. Ja, ja, genau. Das ist schön, wenn man das so locker jetzt hört. Ne? Kurz vom Ziel haben wir es mal überschlagen und sind weitergefahren. Unglaublich. Da gibt es auch eine lustige Story, weil da sind wir gerade in Kearns angekommen, vor Kearns, das war in den Snowy Mountains. Und uns ist eine Bremsleitung gebrochen und da musste ich halt das Auto irgendwo in den Bergen in die Wand zum Bremsen steuern. Wie gesagt, Überschlag. Und dann sind wir ohne Bremse, nur mit der Handbremse nach Kearns runtergekommen. Und da war dann ein Polizeiauto, was unser schiefes Dach gesehen hat und dann gesagt, komm, fahrt uns hinterher, wir bringen euch schnell zum Service. Die haben aber nicht gewusst, dass ich nur Handbremse habe. Ich wäre den Schier 3-4 Mal hinten eingefahren. Wir haben es aber geschafft und sind dann Neunter gesamt geworden und haben den ersten Klassensieg für den 924 gemacht. Das ist unglaublich. Ne? Mit Überschlag und allem. Mit Überschlag und allem. Ja. Und da ist dann das Leipziger allerlei entstanden, weil das Essen hinten ein bisschen durcheinander geraten ist. Nee, das war dann das australische Thematik. Also okay. So, aber was wir jetzt noch machen, ist noch ein bisschen scharf, weil du hast gesagt, du isst das gerne ein bisschen scharf. Ja, gerne, ja. Da gibt es noch ein bisschen... Ich hatte keine andere Wahl, was anderes zu sagen. Chili drauf. Du bist ja
eigentlich so ein bisschen auch noch insgesamt, wo du sagtest, Sport war nicht das Thema und Essen, habt ihr das gemacht, was ihr für richtig gehalten habt. Du bist ja eh, glaube ich, noch einer der alten Sorte Rennfahrer, der sich am Abend vorm Rennen im Hotel beim Essen die Weinkarte nicht nur hat zeigen lassen, sondern vielleicht auch mal ein Glas noch getrunken hat zum Rollen. Ja, nicht nur das, sondern da muss ich immer Le Mans dran denken, in den Hochzeiten, wo wir mit den verhältnismäßig gefährlichen Autos, und das hängt damit zusammen, weil wir hatten ja damals bei fast jedem Rennen ein oder zwei Tote. Mhm. Im Training schon, im Rennen schon und so weiter. Und da waren wir froh, dass man das Qualifying überstanden hatte. Und dann gab es in Le Mans zum Beispiel jeden Donnerstagabend nach dem Qualifying gab es eine Einladung von Martini im Martini Club. Und das war dann ein Foodfight am Ende. Ja. Weil wir froh waren, dass wir überstanden haben. Das ist ja Freitag, hast du Ruhetag gehabt. Und dann Samstag, Sonntag rennen. Und wenn man dann am Ende das Rennen einigermaßen gut überstanden hatte, dann gab es die Einladung von Moët Chandon auf der Start- und Zielgerade, auf der Hühnerdiergeraden in so einem Restaurant, wo wir dann den Sieg gefeiert haben. Und da musste das Restaurant halt jedes Jahr neu renoviert werden. Weil da flogen. Da flog alles durch die Gegend. Ne? Da flogen da flog halt alles. Ne? So, jetzt machen wir das Puder hier. Das sind noch wildere Zeiten als heute. Ne? Was ist das jetzt? Achso, das ist die Soße, das Puder. Und du kochst jeden Abend? Oder? Ja, im Prinzip jeden Abend. Da kann sich deine Frau glücklich schätzen. Ne? Ja, die bereitet vor. Also die hat auch schon heute Abend den Knoblauch vorbereitet. Okay. Weil ohne Knoblauch geht's nicht. Ich habe schon auf der Straße gerochen. Ja. Und das ist eine gute Zusammenarbeit, die hier entsteht. Das sieht gut aus. Und du machst das Steak bei kleiner Flamme? Ja, ich tue es jetzt auch nicht nur bei kleiner Flamme anwärmen, okay. Dass das nicht brutal durchgebraten wird. Also das ist jetzt von der Bremsscheibentemperatur nur leicht genau. Noch vor dem ABS-Bereich. Ja. Und was isst man eigentlich bei so einem 24-Stunden-Rennen? Also ihr wart ja, was ich ja beeindruckend finde, ihr seid immer nur zu zweit gefahren. Heute fahren die Weicheier zu viert, wechseln sich dauernd ab, kriegen ein Catering vorgesetzt, das sich gewaschen hat und ihr seid zu zweit da rein und nach dem Rennen noch auf Achse nach Hause. Kein Masseur und dann nach dem Rennen nach Hause, ja. Genau, nichts. Das heißt, habt ihr, was isst man da während so einem Rennen? Ja, wir haben ganz normal gegessen. Du hast nicht so viel Zeit gehabt, weil du bist aus dem Auto raus. Hast dich meist dann hingelegt, weil wir sind auch dann zu Doppelstints gefahren, vier Stunden lang. Das ist unvorstellbar. Um dich dann halt auch den anderen die Möglichkeit zu geben, vier Stunden zu schlafen. Mhm. Und da hast du kurz eine Kleinigkeit. Brot mit Rillette gegessen oder sowas. Und noch, aber viel getrunken wahrscheinlich, ne? Ja, Milch halt, ja. Ja. War das Walter Röll, hast du gesagt, mit dem bist du mit dem 924 gefahren? 944. Der war schon eher immer so ein Asket, ne? Der hat mehr Sport gemacht. Der Walter war ein bisschen mehr sportlich, wobei auch nicht so extrem. Also wir haben ganz normal gelebt eigentlich, ne? Ganz normal, ohne viel Aufwand, ne? Du hast Le Mans gewonnen mit Hurley Haywood, also Gesamtsieg, Hurley Haywood und Jackie X. Mhm. Wart ihr da alle so auf einer Linie oder war da jemand fitter und hat die anderen so mitgezogen? Denn Jackie sein Auto ging gleich, oder besser gesagt, unser Auto ging ganz am Anfang, in der ersten Stunde ja schon mit Einsturz kaputt. Da haben wir so 20 Minuten verloren. Und dann ging eine Stunde später, ging Jackie X sein Auto komplett kaputt. Mhm. Und dann hat die Geschäftsleitung entschieden, der Jackie kommt zu uns drauf. Und dann sind wir eigentlich, Jackie und ich haben abgewechselt, weil der Hurley in der Nacht nicht so schnell war. Und dann gab es die Entscheidung, Geschäftsleitung, bevor Ende musste Hurley nochmal fahren. Okay. Und dann fuhr er halt zwei Runden und dann ging der Motor kaputt. Aber das ist nicht seine Schuld gewesen. Und das war 45 Minuten vor Schluss. Und wir lagen aber 45 Minuten vor Schluss in der Führung. Und die Renaults waren alle ausgefallen. Und da haben wir in der Boxe verbracht. Und dann sagt das Reglement, du musst die letzte Runde dreimal die Qualifikationszeit fahren.
Okay. Das heißt, ich musste aus der Box rausfahren und erstmal die vorletzte Runde beenden, um dann in die letzte Runde zu gehen, die ich vor 4 Uhr anfangen musste. Und drum war die Uhr auf dem Dach, auf dem Lenkrad. Ach so, okay, ja. Um dann das, wirklich die letzte Runde, dass du genau wusstest, vor 4 fahren. Und das mit einem Motor, der nur noch auf 5 Zylinder lief. Das waren 6 Zylinder und einer war ja, durchgebrannt. 2,1 Liter Luft gekühlt. Turbo. Aber es ging alles. Mit wie viel PS hattet ihr damals? Wir hatten 520 PS. Ja, ganz entspannt. Das heißt ja, auf 5 Zylindern hat er immer noch 480 PS. Ja. 450. Aber das war ja eigentlich das eines der spannendsten Jahre Le Mans. Ne? Wie du gesagt hast, ihr wart erst lange zurück. Und dann habt ihr euch die Führung nachher wieder erkämpft und dann kam dieser Motorschaden und trotzdem habt ihr es noch ins Ziel gerettet. Und wir haben es ins Ziel gerettet, weil die anderen auch ihren Tempo verstärkt haben und dann natürlich ausgefallen sind. Ne? Es sieht fertig aus. Ja, das ist auch so. Sind wir schon so. Ja. Jetzt, Jürgen, ich bin ganz gespannt, ich freue mich auf das Steak. Ich sage jetzt nochmal, eher noch ein Tipp zu Weihnachten, wenn Sie Gourmet sind oder einer werden wollen oder wenn Sie einfach nur Hunger haben. Schnell essen. Genau, gibt es in Deutsch und Englisch. Jürgen Barth, in Deutsch und Englisch, ja, okay. Französisch kommt erst nächstes Jahr, aber kommt es auch. Zu welchem Preis? 29,90. Porsche Amazon, bei Porsche Museum. Porsche Museum. Oder mit Bargeld auch bei dir persönlich, wenn man die Adresse kennt. Also, ich kann es nur empfehlen und ich werde berichten, wie es geschmeckt hat. Genau. Ich bin überzeugt, dass es gut war.